Das funktioniert dann nicht über die Party. Boah, leckt das gerade. Ah, die Welt lädt. Die lädt gerade ein bisschen. Okay. So, alle vier am Start oder fehlt irgendwer? Bei mir ist noch Ladebildschirm. Okay, ich bin drin. Also dieser Forest-Schriftzug, der jetzt voll wird. Ja, genau. Deswegen leckt der auch so extrem gerade. So, jetzt. Da ist... Moment, da bist du. Ich sehe nämlich noch keinen Namensschriftzug. Das ist das Problem an der Sache gerade. Ja, ich habe übersprungen. Das ist Yvonne hier. Dann haben wir da hinten Markus und... Sabrina müsste auch da hinten gerade irgendwo gespawnt sein. Sie sind quasi nebeneinander irgendwie. Ja, sie steht gerade hinter mir und guckt sich die Hände an. Ja. Okay. Dann müsste eigentlich nur mal, wenn es irgendwie möglich ist, zu uns kommen. Möchtest du das schöne Outfit hier von der Stewardess haben? Ich habe das tatsächlich lange angehabt. Ich glaube, als männlicher Charakter ist das irgendwie ein bisschen... Ja. Oh, okay. Ja, eben das ist es halt. Das ist das Gute. Man kann keinem anderen Loot wegschnappen. So, Achterenden, okay. Ich bin mal auf dem Weg. Ist es ein Stück. Also wir sind gestern tatsächlich zu zweit gestorben und das ist ein Stück in der Dunkelheit zu laufen. Also übrigens, für die Feinde greifen einen normalerweise nicht an, wenn man sie nicht bedroht. Nur so nebenbei. Normalerweise. Also wenn man sie nicht an... Also ich hatte gestern vor zwei von den komischen Großen. Und die haben uns nichts getan, sind dann weitergezogen. Was wolltest du sagen? Sorry. Ich habe ja mir eine Folge angeguckt gehabt. Kann das sein, dass ihr da bei diesem großen Baum gebaut habt? Nee, ne? Wir haben in dem Steinbruch gebaut. Okay. Also der Standort hat sich jetzt tatsächlich, ja, jetzt war voll, habe ich aber gesagt gehabt. Wir haben einmal kurz unten am Strand gebaut. Das war die erste kleine, damit wir überhaupt irgendwas haben, und dann sind wir weitergezogen. Hier hinten, wo wir jetzt eigentlich die ganze Zeit sind. So, mal alles mitnehmen, was ich hier noch auf dem Weg ungefähr irgendwie finden kann. Also wenn ihr Möglichkeiten habt, natürlich, bringt Holz mit, ne? Also das ist kein Problem. Okay, da vorne so. Läuft, Yvonne, da vorne läuft wieder so ein Galoppeltyp. Einer von den freundlichen Nachbarn ist wieder im Start. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall eine Höhle hier in der Nähe, wo wir aber schon drin waren, aber noch nicht weiterkommen. Es sind sogar zwei. Ich habe ja eine gebaut. Das erste, was ich mir eigentlich mal geholt habe, ist der Top. Also wenn ihr jetzt da vorne in Richtung kommt, könnte es sein, dass ihr zwei Feinde trefft. Zwei große. Ach, da ist sogar ein Muschiklaus bei. Muschiklaus? Oh ja, Muschiklaus ist dabei. Aber du meinst einfach dran vorbeilaufen, ja? Weiß ich nicht, ob die jetzt nicht auf uns zukommen und angreifen. Ich beobachte gerade die Situation ein bisschen. Ich verziehe mich aber auch gerne mal zurück. Also ich bin... wir sind voll, wie gesagt. Das habe ich aber auch geschrieben, dass wir vier sind. Also wer zuerst kommt, der mal zuerst. Das ist jetzt... Ich höre schon irgendwo schreiende Babys hier. Also. Oh, Alter! Ja! Boah, sorry, Alter. Ich hab doch gerade gesagt, ich höre schon irgendwo. Ach, ja, Alter, ich Muschi hab. Muschi Klaus kommt! Die Muschi kommt angerannt. Boah, Alter. Ich bin jetzt hier gerade. Ich glaube, das ist einer der Höhleneingänge, oder? War das nicht? Ja, irgendwo da oben ist ein Höhleneingang, ja. Und so ein Teich, ja. Ja. Dann bist du schon bei uns in der Nähe.
Boah, Alter, ich habe mich gerade übelst erschrocken. Das war kein, also mal übelst ein echtes Erschrecken. Ich spiele die nicht. Ich sag gerade noch, ich höre irgendwelche schreienden Babys. Ja, ich habe die nicht wahrgenommen. Ich dachte mir, Moment, was ist, kriecht denn da rum? Ich dachte, das ist so ein Tier, was ich mir holen kann. Und dann springt mich das Viech an. Die Babys von Muschi Klaus. Also es ist quasi eine Muschi Klausine. Okay, gut zu wissen. Mini-Mumus. Mini-Klausine. Ist die Claudette. So. Ach ja, ich bin bei euch. Ja, es fehlt, aber sind wir alle komplett sogar? Ui, das ist super. Wunderbar, dann können wir ja... Wir müssen erstmal jetzt einen Weg nach unten finden, ja? Ja, genau, guckt euch mal so ein bisschen... Moment, wo seid ihr lang? Ich bin im Wasser. In was für ein Wasser bist du? Na, hier vor eurem Haus. Achso, du bist schwimmen. Ich sehe nämlich deinen. Ah, da hinten bist du. Okay. I see. Ja. Wie gesagt, wir sind oben die Etage eigentlich am machen. Weil jeder kann da gerne dran rumwerkeln, wie er Lust und Laune hat. Klar sind ein paar Vorgaben drin, aber ihr könnt auch Möbel da reinpacken, wie ihr da irgendwie Lust und Laune habt. Also fühlt euch da tatsächlich frei. Och, nein, was ist? Fragt euch einfach alle. Ja, komm her. Wow. Alter, was ist das für Viecher? Das sind heute so aggressiv, die Nachbarn, ja? Wie gesagt, bedient euch natürlich... Oh, da sind auch noch welche. Nucky Dice. Ja, bedient euch auch ruhig an dem Essen, am Trinken und alles drum und dran, ne? Kein Problem. Vorm Wir werden hier gerade angegriffen. Ja, ich sehe es gerade. Ich komme mal runter wieder zu euch. Plups. Ach, der ist hier. Lass mich mal bitte in Ruhe. Eine Leiche brennt schon im Feuer. Ach ja, die guten alten Trinktröge hier. Ich bediene mich einfach mal so ganz. Ja. Macht. Das war ja ein Geräusch von denen, ey. So, bist du jetzt mal kaputt, Henny, oder kommst du jetzt nochmal? Okay, der ist tot. Kaputt. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war denn das? Hä? Die Steuerung. Ich muss mich erstmal wieder reinfitzen, ich hab's lange jetzt nicht mehr gespielt. Also die meisten Sachen, die hier rum so rumhängen, sind... Moment. Okay, nichts Wichtiges. Die meisten Sachen sind hier getrocknet. Mhm. Wir schrecken jetzt schon wieder rum. Ach, da unten schon wieder im Wasser. Der lebt immer noch. Lebt der immer noch? Ich hatte den, der lag doch schon eine Weile. So. Wie gesagt, Wasser solltet ihr übrigens nicht aus dem Teich trinken. Ich weiß, es ist, ja. Ja, wie gesagt, nur aus den, Schildkrötenpanzern, genau. So, dann fange ich mal wieder an, ein bisschen mit Holz sammeln. So, jetzt bin ich auch wieder satt. Oh, tut mir leid, ich brenne. Oh, es geht ja nicht aus. Das passiert. Dass doch immer gleich die Stimmung so anheizen muss. Ja, ich war richtig Feuer und Flamme gerade. Ja. Ja, so, gut. Jetzt mal kurz umgucken hier, mal einen Überblick verschaffen. Ich zünde mich immer gerne an, die wollen wir vom Baum erschlagen. Jetzt brauchen wir noch Fähigkeiten für euch beide. Oh, hier fehlen noch Kissen für das Sofa, okay. Ja, die Felle, ne? Ja. Ja, ach, wie gesagt. Mensch, ist das ein großer Raum. Also, ich weiß nicht, mittlerweile haben, glaube ich, 7 Leute dran gebastelt. Also, wir haben ja immer mal wieder ein bisschen das Team gewechselt. Also, Yvonne und ich sind eigentlich immer dabei gewesen, aber dann haben wir mal ein bisschen durchgewechselt. Also, wie gesagt, fühlt euch frei. Das ist alles okay. So, dann nehme ich halt den anderen Schlitten. Ich
kommt man echt nicht auf das Baby klar, ne? Hab da einfach mal kurz von so einem Blachern gesprungen worden. So. Boah, es leckt wieder so ein bisschen. Ja, auf dem Steg. Am Feuer. Steht noch ein zweiter. Ich glaube, wir haben sogar drei. Da, wo die rosa Fähnchen sind. Ja. Ich komme einfach mal mit. Mach das. Aber nicht ins Feuer. Ich sage gerade noch nicht. Den hab ich, den hatte ich da tatsächlich hingestellt. Ja. Das ist das Blöde. Moment, jetzt steht der Schlitten genau so da, dass man, wenn man den greifen will, dass man immer am Feuer steht. Stellt euch daneben, sonst. Und greift ihn an, dann dreht er sich den, dann dreht er sich den bei. Ja, okay. Oh, du bist ja schon dran. Wunderbar. Na, der will nicht so ganz. Er sieht ja unten, was wir ungefähr brauchen. Und links stehen ja drin, steht ja die Info. Nee, das funzt nicht. Also auch mit dem Drehen, wie du gerade meinst, das geht, also ich kann nicht, wenn ich nicht direkt dahinter stehe, wählt er sich nicht an. Also dann fühlt sich auch dieser Kreis vom X drücken nicht. Oh, Alter, wenn ich vom Baum runterkommt, dann kicke ich den Baum gleich runter. Da ist was runtergesprungen vom Baum, pass auf, Yvonne. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab ihn sogar gesehen, wie der da hochgerannt ist. Ja, ich habe nur, da hinten läuft noch. Es sind, ja, drei Stück sind es insgesamt wieder. Ja, drei Leute, wir haben ein bisschen Besuch hier bei uns gerade. Ja, wir kommen. Aber insofern, ich laufe gerade ein bisschen auf den zu. Also, sind noch mehr. Oh, eine Frau. So, ich verschwinde. Er sieht sie zum ersten Mal. Oh. Krass. Ich sehe das jetzt. Dann, ich sehe tatsächlich jetzt. Also, die Frau habe ich schon gesehen, aber ich sehe gerade zum ersten Mal, wie die hochklettern. Das habe ich tatsächlich nicht so. Der kommt da nicht drumherum, der andere da hinten. Also, die Alte, die lässt uns gerade in Ruhe. Also im Moment haben wir kein Problem mit denen. Ich glaube, ich habe gerade einen Frosch getötet. Es hat Quark gemacht, dass ich draufgeschlagen habe. Ah ne, das ist ein Frosch neben mir. Ich will nur den Baum. Danke. Oh, ich habe einen erwischt, der wo alle drin. Ich habe Baum erwischt, weil der drin saß. Upsi, Entschuldigung. Ich wollte dir das Haus nicht zerstören. Das war der. Aber der ist eigentlich wieder abgezogen. Oh, Baum fällt. Ja, bitte warn vor. Zwischendurch mal. Oh. Nummer eins. Nummer 2. Wo war denn jetzt der Wagen nochmal hin? Dachte. So. Wir müssen halt fast voll sein. So, wir haben Uschi haben wir erledigt. Ein Essig trinken. Ich muss die aufheben und er trinkt einfach mal. So, dann bringe ich den jetzt einfach mal schon mal ganz gekonnt zurück. Markus, du wirst glaube ich angesprungen gerade von so einer wilden. Die mag dich, steht ja, auf ja. Dich. Ihr könnt. Vorsicht hinter dir! Ja, ich hab's gesehen. Ich hab dich mal ein bisschen. Ja, sehr nett. Es wird auch gerade so langsam dunkel. Haben wir den zweiten Wagen mit auch noch hier? Ja, oder nur den einen? Nee, der steht immer noch am Feuer. Den hat. Okay, dann gehe ich. Dann muss einer den Wagen mitnehmen. Ah, passiert.
Dann werde ich mal versuchen, den jetzt hier wegzuschaffen, ja? Genau, den neuen Wagen mal. Aua. Upsi. Ich habe den Teich nicht gesehen. Der war. Oh ne, nichts trinken. Wo ist denn der Teich? Lass das mal hier vorne vor der Holzdings hier. Vor der. Na, dem Steg stehen. Ja. Aber mit dem anderen Wagen kannst du fast drauf gehen, aber ich muss jetzt gerade mal zurück zum Haus. Da schleicht nämlich auch irgendwie was rum. Ja, ich bin schon am Haus. Komm. Ja, wie gesagt, eigentlich sollten sie, wenn man nicht angreift, nichts tun. Eigentlich. Dann bauen wir mal weiter hier. Ja, ja, macht. Alles gut, wir haben. Wie gesagt. Irgendwie haben wir hier eine zweite Wand drin, ne? Der Seite. Ich sehe das gerade auch tatsächlich. Ja, die Außenwand. Wo, was, wie? Die Außenwand hier am Steg. Aha. Wir haben eine schon gesetzt. Und trotzdem wird die andere weiß angezeigt. Das habe ich mir aber gerade auch jetzt erst aufgefallen. Also jetzt gerade jetzt aufgefallen. Warte mal, kann man die nicht irgendwie. Ich will unsere Baumstämme klauen. Ja, deswegen wundert mich gerade, dass so viele waren. Irgendwann war da sehr vorzeitig. Da muss man gerade mal gucken, ob ich die zweite. Aber mal ehrlich, bei dem Platz hier oben kann man doch locker hier oben dann noch Zäune. Zimmer, ja, also so eine Zimmereinteilung sowas machen. Wie gesagt, nochmal, fühlt euch da frei. Ja. Weißt du, was ich meine? Also einfach nur yeah. So, dieses große offener Raum ist da auch irgendwie doof. Dann. Ja, wie gesagt, fühlt euch da frei, irgendwas reinzupacken, mein Gott. Alles gut? Ich hoffe nur, ich stelle mich da auch nicht ganz so doof. Wie gesagt, jeder ist dafür herzlich willkommen, so seinen Teil beizutragen, hier irgendwie das halbwegs wohlig zu machen. So, ich habe jetzt gerade mal die eine Wand gemacht. Ich hoffe, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. Auf der anderen Seite ist es auch. Ja, ich bin gerade dabei. Da. Dann müsste das jetzt eigentlich mit der. Genau. Haben wir jetzt alles? Oder muss noch irgendwo was angepasst werden? Nee, ne? Okay, wunderbar. Dann sind es nur noch 100 Bäume. Wie gesagt, nochmal, also ihr könnt euch da hier gerne wild und frei irgendwie bewegen und machen und tun und umso mehr, umso besser. Also, dass ich mal zwischendurch solche Spiele mache, ich habe auch Minecraft schon Let's Played, also mal sehr abgesehen davon. Das ist ja jetzt gerade irgendwie nichts anderes. Mhm. Und ich setze mir auch gar kein Limit, was die Folgen hier anbetrifft. Also wie gesagt, wir bauen jetzt, wie wir Lust und Laune haben, und wenn wir uns dann sagen, uns ist so blöd, wir wollen machen, ziehen das Spiel Richtung Ende, dann können wir es auch gerne Richtung Ende ziehen. Also mir ist es so herzlich egal. Ich werde euch da keine Steine in den Weg legen. Weil ich weiß, dass ein paar Leute Bescheid wissen, wo die Sachen zu finden sind, um das Spiel quasi zu beenden. Ja. Also wie bei Minecraft diesen Endgegner sozusagen. Bei Minecraft gibt es einen Endgegner? Ja, du kannst Minecraft durchspielen. Okay. Ja. Das ist mir tatsächlich sogar neu. Tja, siehst du? Warum kann dir auch hat noch was beibringen. Ein großer, bekannter deutscher YouTuber mit Bart jetzt weiß ich eigentlich, wo die Seile hingehören. Das Spiel 2000 Folgen habe ich gehört. Was? Die Seile, wo? Ja, da hinten. Hier hat irgendjemand was gebaut. Ja. Sieht aus wie eine Falle. Ah, das kann auch sein. Ach, ne? Das ist eine Seilrutsche. Nach unten irgendwo? Oh, Alter, ich muss gerade was essen. Wenn ihr weitere Ausflüge macht und alles drum und dran, nehmt euch auch Essensvorräte mit, ne? Zwischendurch. Mhm. Habt ihr eigentlich freie Wände gebaut oder mit grundlegende Wand gebaut? Ich glaube grundlegend. Okay. Ich weiß es nicht, ich hab die nicht gesetzt. Wer hat die denn damals gesetzt? War das der Nils?
Moment, ich muss mal gerade in die Gruppe schreiben. Sind leider voll. Sorry. Hatte den 4. Platz wem versprochen. Ist jetzt nicht. So. Jetzt haben wir momentan aber auch ein bisschen Ruhe vor Feinden. Also. Ja. So. Oh. Mensch. Hä? Was denn? Ich versuche hier gerade was zu setzen, aber es will nicht ganz so, wie ich will. Okay.